Vorsicht! Lungenkrebs kann keine wahrnehmbaren Symptome in den frühen Stadien produzieren, und viele Leute sind nicht bestimmt, bis die Krankheit fortgeschritten ist, und die Frühsiebung kann Menschen mit einem hohen Risiko für die Krankheit helfen. Erster Husten, der nicht beenden. Bewusst einen hartnäckigen Husten. Husten, Infektionen der Atemwege oder Kalt wird in 1 oder 2 Wochen verschwinden, aber anhaltender trockener Husten kann ein Symptom von Lungenkrebs. Einen Arzt sehen. Sie werden über Ihre Lunge abhören und dürfen Röntgenstrahlen oder andere Tests erfordern. Zweiter ändern in einem Husten die Aufmerksamkeit auf alle Änderungen, die in einer chronischen Husten, besonders wenn Sie rauchen. Wenn Sie husten häufiger, ist Ihr Husten tiefer oder klingt heiser, oder Sie husten Blut oder eine ungewöhnliche Menge von Schleim, ist es an der Zeit, einen Arzt zu machen. Wenn ein Familienmitglied oder ein Freund Erfahrungen mit diesen Änderungen, schlagen Sie vor, dass Sie Ihren Arzt aufzusuchen. Dritte Atmung ändert. Kurzatmigkeit oder werden leicht langatmig sind auch mögliche Symptome von Lungenkrebs. Veränderungen der Atmung kann auftreten, wenn der Lungenkrebs blöcke oder verengt, die einen Luftwegadapter oder, wenn Flüssigkeit von einem Lungentumor baut sich in der Brust. Um einen Punkt zu bemerken, wenn Sie weitschweifig oder außer Atem spüren. Wenn Sie es schwierig finden, wenn die Treppe oder die Ausführung von Aufgaben, die Sie einmal gefunden hat, sollte man es nicht einfach ignorieren zu atmen. Vierte Schmerzen im Brustbereich. Lungenkrebs kann Schmerzen in der Brust, Schultern oder Rücken. Ein Schmerzensgefühl kann nicht mit Husten verbunden sein. Sie sollten auch beachten, ob es sich auf einen bestimmten Bereich begrenzt oder auftritt in Ihrer Brust. Beim Lungenkrebs Ursachen von Schmerzen in der Brust, die Beschwerden können von vergrößerte Lymphknoten oder Metastasen der Brustwand Ergebnis, das Futter rund um die Lunge. Fünfte pfeifendes Atmen. Wenn die Atemwege verengt werden, blockiert oder entzündeten, die Lungen produzieren ein pfeifendes Atmen oder pfeifendes Geräusch beim Atmen. Kann Keuchen verbunden mit mehreren Ursachen, von denen einige gutartig sind und leicht umgänglich. Aber pfeifendes Atmen ist auch ein Symptom von Lungenkrebs, das ist der Grund, warum es verdient Aufmerksamkeit Ihres Arztes. Sechste heisere Stimme. Wenn Sie hören eine bedeutende Änderung in Ihrer Stimme, oder wenn ein anderer weist darauf hin, dass Ihre Stimme klingt tiefer, heiser, die vom Arzt überprüft erhalten. Heiserkeit kann durch eine einfache Erkältung verursacht werden, aber dieses Symptom kann zu etwas mehr Ernst, wenn es weiterhin für mehr als 2 Wochen. Heiserkeit zu Lungenkrebs können auftreten, wenn der Tumor der Nerv, steuert den Kehlkopf betrifft. Siebte Drop im Gewicht. Wenn Krebs vorhanden ist, wird dieses in das Gewicht kann aufgrund von Krebszellen mit Energie. Es könnte auch von Verschiebungen in der Art und Weise, wie der Körper Energie aus der Nahrung führen. Nicht abschreiben eine Änderung in Ihrem Gewicht, wenn Sie nicht versucht, LBS zu verschütten. Es kann ein Hinweis auf eine Änderung Ihrer Gesundheit sein. Achte Knochenschmerzen. Lungenkrebs, die zu den Knochen verbreitet hat, kann Schmerzen im Rücken oder in anderen Bereichen des Körpers erzeugen. Diese Schmerzen können in der Nacht verschlechtern, während auf dem Rücken. Es kann schwierig sein, zwischen Knochen- und Muskelschmerzen zu unterscheiden. Knochenschmerzen häufig schlechter nachts und erhöht mit Bewegung. Zusätzlich, Lungenkrebs ist manchmal mit Schulter-, Arm- oder Halsschmerzen verbunden, obwohl diese weniger üblich ist. Aufmerksam auf Ihre Schmerzen und Beschwerden und sie mit Ihrem Arzt besprechen. 9. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen können ein Zeichen sein, dass Lungenkrebs auf das Gehirn ausgebreitet hat. Allerdings sind nicht alle Kopfschmerzen sind mit Hirnmetastasen verbunden. Manchmal ist ein Lungentumor kann Druck auf die Vena cava superior erstellen. Dies ist der große Vene, die das Blut aus dem Oberkörper auf das Herz bewegt. Der Druck kann auch Kopfschmerzen auslösen. Menschen mit einem hohen Risiko. Haben 30 Packjahr oder mehr rauchen und ist derzeit rauchen. Sind im Alter zwischen 55 und 80 in den letzten 15 Jahren geraucht haben.